Ich bin viel auf der Welt und habe viele Bike Trails gesehen. Aber der beste Weg nach meiner Erfahrung ist genau der, der hinter dem Haus anfängt, der Heimtrail. Bei Ride My Hood treffe ich interessante Persönlichkeiten aus der ganzen Schweiz, um mit ihnen ihre Hometrails zu fahren. Heute treffe ich Sam Antematten. Er ist Bergführer, Alpinist und Ski-Freerider. Ich bin gespannt, wie viel Gas er hier auf dem Bike gibt und seiner Heimat runter Zermatt. Was? Das ist nicht ein spezieller Zermatt-Radweg. Nächste Stadt, Schwarzsee. Du, was ist das für ein Berg hier? Matterhorn, oder? Nein, ohne geil. Wir starten hier am Trossensteig. Gehen Richtung Matterhorn-Piste, hinten eine Brille, rauf auf das Hirli. Am Hirli-Map haben wir eine schöne technische Passage, das wird dir gefallen. Mit so einem Flow im Stafel. Und nachher gehen wir auf Hobalm, wo wir eigentlich die ganze Aussicht rund um Zermatt, nicht nur das Matterhorn haben. Immer Spaß auf dem Bike. Und Gletschergrau. Ja, früher sind wir mit den Ski hier 50 Meter höher durchgefahren. Also es fehlen 50 Meter Gletscher, die geschmolzen sind. Das war vor 20 Jahren. Und ja, es ist eine traurige Sache. Ja. So geht das. Und speziell an Zermatt ist natürlich, dass du drei Bahnen hast, die bis auf 3100 Meter gehen. Also jetzt heute sind wir auf 2,8 gestartet, aber die anderen zwei auf 3,1. Und da hast du mega viel einfach Zugang zu jenen Trails. Also es sind über 200 Kilometer Trails, die wir haben. Und sehr viel Flow-Zeug, sehr viel technisches Zeug. Jetzt sind wir hier eigentlich am höchsten Punkt angekommen. Und jetzt fahren wir nur mal ab, dass wir nur mal mitkommen. Nein, ist sicher jetzt so ein bisschen der letzte richtige Aufstieg. Und jetzt ist es so richtig flowig bis ins Drift. Und nachher gibt es eine geile Abfahrt auf Zermatt. Ja, jetzt wäre es die Arbeit anders Vergnügen. Nachher hinten am Abend schön. Ja, flowig. Wieder einmal flowig. Ja. Am heutigen Tag. Ja, mal schauen, was deine Flow da bedeutet. Schön gesehen. Ja, wir haben Zeit gemacht. Danke vielmals, dass du da Zeit genommen hast. Ja, geiler Tag. Ja, wir waren da. Jederzeit. Und sogar das Horn haben wir gesehen. Sogar das Horn gesehen. Und der Zucker. Wir haben seine Teige gezogen. Ja, okay, mach's gut. Merci euch. Ciao, ciao.